Leute, ich bin's wieder, euer EVSN2Let's Play und herzlich willkommen zu EV Euro 2004 auf dem PC. Und zwar heute können wir uns auf das Spiel freuen, Schweden gegen Bulgarien am 14. Juni 2004. Los geht's auf der schwedischen Seite im gelben Trikot natürlich. Und das ist die Mannschaft: Isaksson, Lucic, Svensson, Melberg, Edman, Kallström, Ljungberg, Nilsson, Svensson, Ibrahimovic und Andersson. Und ich will euch nicht aufhalten. Los geht's zum Match. Hallihallo Leute, ich bin's, euer Kommentator für diese Partie, EVSN2Let's Play, und ich begrüße euch herzlich zum Spiel Schweden gegen Bulgarien im ersten Gruppenspiel der Schweden in Gruppe C. Ja, die Bulgaren haben eine Möglichkeit, hier einen Sieg rauszuholen. Man hat's ja gesehen bei dem Spiel Dänemark gegen Italien, wo die Dänen gewannen, und vielleicht passiert es auch mit den Bulgaren. Wir starten mit dem Spiel. Andersson am Ball. Lucic. Und direkt ein schwach gemachter Spielzug. Andersson. Ja, kommt ja nicht durch an den bulgarischen Verteidiger. Nilsson. Pass auf Svensson. Svensson auf Ljungberg. Rückpass, Svensson, Nilsson. Was macht ihr da? Was soll das denn für ein Scheißdreck? Tut mir leid, das war ein Ausbrecher gerade. Schwach gemacht vom Spieler. Ibrahimovic auf Nilsson. Wieder auf Ibrahimovic. Und Svensson hier mit einer dicken Chance. Was macht der da? So kann man niemals ein Tor erzielen. Schön gepasst auf Ibrahimovic. Andersson. Svensson, er schießt mal. Slavkov am Ball. Hier ist Sutov. Borimov verliert den Ball gegen Kallström. Kallström hier, ganz schwacher Pass. Svensson, der andere Svensson, hat den Ball. Was war das denn für ein Ball? Oh mein Gott, wenn das jetzt ein Tor ergibt für die Bulgaren, dann ist es wirklich nur seine Schuld. Jetzt ist Kallström schuld. Ecke für Bulgarien. Und übers Tor geköpft. Große Chance für Todorov. Für das 1:0 der Bulgaren. Melberg. Edman. Weit gepasst auf Andersson. Er passt auf Svensson. Ljungberg. Ibrahimovic. Ibrahimovic! Ah, knapp! Ging das Amstor vorbei. Da haben die Bulgaren sehr starken Glück gehabt. Ah, Ibrahimovic kommt da nicht mal zum Ball. Und Kallström. Ja, hier, Ibrahimovic aber auch gut am Spielen. Das merkt man immer wieder. Ja, aber der Pass hier, den hätte man sich wirklich schenken können. Wenn ich hier der Trainer wäre, dann wäre ich hier ausgerastet wie sonst was. Einwurf für Bulgarien natürlich. Ich verstehe nicht warum.
Petrov, Svensson. Und was macht da Ibrahimovic? War das Spaß oder? Also ich denke, ja. Schwach gemacht hier. Was macht ist das Team von Holzhacker Festival? Gabatov, Borimov. Ja, schwach gemacht von den Bulgaren. Hätte man sich auch schenken können. Nilsson, Kallström, Jungberg. Der Pass war lächerlich. Aber die Eroberung war Gold wert vielleicht. Und 1:0 Schweden. Andreas Sandersson, der 27. Minute. Das 1:0 für Schweden. Das ist die Wiederholung. Ohne Probleme. Schnipsen den Ball einfach rein. Der Keeper. Ohne eine Chance. Ach. Da folgt das 1:0 und die Ernüchterung Bulgariens. Oh, Andersson. Gut erobert. Ibrahimovic. Oh, toll. Ach, Jungberg hier vertändelt den Ball. Todorov. Da haben die Stürmer mal hammer gut gespielt und da ist Raum offen. Es ist Raum offen. Ah, das hat Edmar mal stark gemacht. Nilsson auf Andersson. Wer passt auf Ibrahimovic? Und Ibrahimovic vertändelt den Ball. Schwach gepasst. Petrov. Melberg. Andersson. Ah, nicht gut. Ah, der Ibrahimovic hier war aber behagt. Keine Chance. Todorov. Mal gucken, was Todorov zu bieten hat. Ah, Edman aber. Edman hier macht aber stark Verteidigung. Was nochmal? Kallström gefällt mir gerade gar nicht. Ja, Kallström spielt gerade sehr schlecht. Schön gemacht von Melberg. Kallström, Svensson. Svensson sprintet. Ja, hier. Jetzt muss der schwedische Trainer hier auswechseln. Er ist scheinbar mit der Leistung von Kallström sehr unzufrieden. Oh. Ah, nee. Ich muss mir gerade überlegen. Ich mach Albeck rein. Hoho, Alter, das ist krass. Es gibt eine Auswechslung. Kim Kallström geht raus für Albeck. Jungberg. Ja, man merkt hier. Schwung. Albeck. Albeck. Nilsson. Pass auf Jungberg. Jungberg. Svensson. Das war schwach. Sehr schwach. Oh, Todorov. Lucic. Oh, da ist Lucic nicht da. Aber da war er da. Ibrahimovic. Svensson. Andersson. Ibrahimovic, ja, versucht mal mit dem Schuss. Aber sein verhoffter Schuss ging ins Leere aus. Jetson. Auf Svensson. Und 2:0! Andreas Andersson macht das zweite Tor in dem Spiel in der 45. Minute. Ich denke, es ist gegessen. Es ist abgelaufen. Schicht im Schacht. Nilsson. Andersson. Ibrahimovic. Ja, und Ibrahimovic hat hier gedacht, ja, passe ich mal. Nur leider war hier kein Schwede da. Und vielleicht letzte Aktion. Ja, das war's so gut wie. Ja,
Das war's. Abstoß und dann Halbzeit, bin ich mir sicher. Und Tatsache. Wir sehen uns gleich in der zweiten Halbzeit. Die zweite Halbzeit ist angebrochen und das Spiel Schweden gegen Bulgarien geht weiter mit einer 2-0-Führung gegen die Bulgaren. Es scheint so, dass die Bulgaren hier sehr wenige Chance hatten. Aber erste Chance, Isaksson aber ohne Probleme jetzt zu halten. Wenigstens Annäherungsversuche. Ein erster Schuss. Köpfchen war da mal da. Isaksson geht nicht raus. Er geht einfach nicht raus. Eckball für Bulgarien. Schön rausgeschossen den Ball. Aber das war ein schwacher Pass. Das war kein guter Pass. Ja, hier, was macht der Svensson? Oh, Isaksson rettet hier über. Rettet es nochmal. Die Bulgaren jetzt nah hier in der Offensivrichtung. Jetzt Albert gegen Petrov. Oh, leider geht es über das Tor vorbei. Melberg. Svensson. Nilsson. Auf Jungberg. Jungberg passt hier, versucht ja Pass auf Ibrahimovic zu machen, aber Ibrahimovic kommt da nicht dran. Besser gesagt, der Ball war schwach. Edman. Nilsson wieder auf Edman. Ah, Svensson will da mal schießen und dann schon wieder dieser Bulgaren immer wieder da. Sie lassen hier keine Schussmöglichkeit. Und was war das denn? Was macht der die Verteidigung? Isaksson rettet wieder. Die weiße Weste scheint aktuell verdient zu sein. Für Isaksson. Petrov gegen Albeck. Sehr schön gemacht. Schön rausgeholt. Boah, schön gespielt auf der anderen Seite Ibrahimovic. Svensson. Schuss! Oh! Das war knapp. Leicht nur übers Tor vorbei, so ein bisschen. Ah, der Ball war schwach. Einwurf für Schweden. Melberg. Nilsson. Jungberg. Nilsson. Oh Mann, oh Meter. Nilsson hier mit einem ganz schwachen Ball. Die Bulgaren aktuell jetzt wieder im Bedrängnis. In der ersten Halbzeit. Ah ja, aber jetzt schon wieder. Wo ich gesagt habe, gehen sie wieder auf die Offensive über. Und dann ist wieder Schweden da und jetzt schon wieder Bulgarien. Mal gucken, wie es jetzt abläuft. Todorov fehlt den Ball. Nein, halt noch den Ball. Kommt durch. Ja, wollte sprinten hier. Puh, denken sich die schwitzen Offensivmänner. Und Ibrahimovic hier macht zwei Fehlpässe hintereinander. Ja, Albeck soll gut aufgehoben, meiner Meinung nach. Andersson. Jungberg. Ja, Ibrahimovic hier ganz schön schwach. Das hätte selbst mal ein kleines Kind gekonnt. Ibrahimovic. Oh! Da ist aber noch der Torwart rausgegangen. Albeck. Ohne Ibrahimovic, was ist das denn? Ibrahimovic schießt am Pfosten. Oh, das war das 3-0. Hundertprozentig. Aber Ibrahimovic, der Lappen, schießt am Pfosten. Ja, und so reden die Kommentatoren bei mir. Bling. Und Isaksson. Tolle Parade. Eine Hammerchance für die Schweden. Dann eine Möglichkeit für die Bulgaren. Oh. Nilsson. Svensson.
schön auf Anderson. Und das war abseits. Sagen alle. Und es ist auch so. 78. Minute. 2-0 Schweden. Springt der Fettsack nicht. Ja, so rennen die Kommentatoren wirklich. Spaß. Albeck gegen Bomirov. Nilsson hat den Ball erobert. Schön, Ibrahimovic. Anderson. Ibrahimovic hier mit einem lächerlichen Versuch, hier irgendwie den Ball was Nützliches rauszuholen. Und das Beste, was geschehen ist, ist den Ball zu verlieren. Svensson. Anderson. Was macht da Ibrahimovic gerade für ein Spiel? Ibrahimovic, ich glaube, der Mann muss rausgenommen werden. Er kann gerade nicht spielen. Er ist gerade nicht in seiner Form. Ja, das war auch schwach gemacht. Ja. Ibrahimovic geht raus wahrscheinlich. Schwaches Spiel macht der gerade. Ibrahimovic war wirklich lächerliches Spiel. Lass mir lieber Jonsson rein. Die letzte Chance für Ibrahimovic ein Tor zu machen. Es wird gewechselt, wenn das nächste Mal der Ball ins Aus kommt. Und Berki. Ja, Jungberg hier kein guter Pass. Aber Svensson! 3-0! Er macht seinen Hattrick! Anders Svensson! 88. Minute. Das 3-0 für Schweden. Ja. Die Bulgaren verlieren hier haushoch. Die bleiben nicht am Ball. Hier Ibrahimovic verliert da den Ball. Ja, schwach gemacht. Aus. Satan geht raus. Jonsson geht rein. Für die letzten paar Sekunden. Ja, und das bringt sowieso nichts. Das war's schon. Schweden mit dem grandiosen Sieg von einem 3-0 gegen Bulgarien. Und Mann des Spiels natürlich Andreas Andersson. Die Schweden sind zu Recht Sieger dieses Spiels. Und da sehen wir die Männer, die dieses Spiel mit 3-0 gewannen. Okay, Exit Match. Ja, das nächste Spiel ist gegen Deutschland. Jetzt gehen wir wieder auf die Turnierinfos. Auf die Tabellen. Und Gruppe A, Russland ist erste mit Portugal. Frankreich und Schweiz. Schweden und Dänemark, also hier, das ist der Sieg der, ne, der beiden skandinavischen Nationen. Gruppe D, Tschechien. Hat gewonnen gegen Lettland, okay, das war eigentlich klar. Und jetzt spielen die Oranje gegen die Deutschen. Geil. Das wird mal interessant, gell? Ne? Das haben wir interessant. Wow. Okay, ich überlege mir, soll ich das noch machen? Ich glaube nicht, hier Leaderboards. Ja, hier. Das ist gerade... Nee, Andersson, ich habe die beiden verwechselt die ganze Zeit. Kein Wunder. Der Erstplatzierte ist der Schwede Andersson. Der Zweite ist Rozicki, Svensson. Eigentlich nur Andersson, der ist der Erstplatzierte. Zwei Tore in einem Match. Nicht schlecht, sag ich mal nur. Ja, toll. Was hier abgeht. Ja, und Teammanagement. Oh, hier. Pff. Ernst? Ah, Hinkel ist schwach. Linkes Mittelfeld, Hinkel. Nimm mir Frings rein lieber als Hinkel. Ja, hier, guckt mal hier.
Thorsten Frings sie ist hier für linkes Mittelfeld zuständig. Hinkel kann sich eigentlich schon verpissen, aber naja. Philipp Lahm muss natürlich spielen. Ah, Christian Burns. Ich möchte lieber Burns drin haben statt Hinkel. Und Philipp Lahm. Nee, lassen wir das mal. Ja! Das ist meine Aufstellung für Deutschland. Kevin Kuran stinkt nach Salami. Miroslav Klose, Micha Ballack, Thorsten Frings, Ernst, Ramelow, Brett Schneider, Bernd Schneider, Nowotny, Metzelda, Friedrich und Oliver Kahn. Andreas Friedrich und Christoph Metzelda. Kennen wir ja. Und Klose und kennen wir auch noch. Kuran spielt ja auch noch, glaube ich. Ballack leider nicht mehr. Naja. Das nächste Spiel ist auf jeden Fall gegen die Holländer. Am 15. Juni 2004. Und ich speichere mal ab und bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt bei dem dritten Part von UEFA Euro 2004. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ciao und Wiedersehen. Euer EVSM2 Let's Play. Ciao.